Es liegen 3 Trainingseinheiten jetzt bereits hinter euch in dieser Woche. Wie ist die Woche angelaufen? Ja, knackig. Wir haben ordentlich trainiert, gestern Morgen, gestern Nachmittag, heute Morgen und ja, alles mit Ball, viel mit Ball, viele Spielformen und sowohl mit Ball als auch gegen den Ball, ja, war anstrengend. Ich war gestern kurz dabei, beziehungsweise heute die Einheit. Tobias Schweinsteiger hat euch richtig schwitzen lassen. Das ist so, definitiv. Muss aber auch so sein, denn es geht ja am Sonntag nach Sachsen zu Dynamo Dresden. Ihr habt sowohl Einheit gegen den Ball als auch mit dem Ball jetzt heute schon gehabt. Wenn du als Verteidiger mit Blick mal auf die Dresdner guckst, was ist das für eine Mannschaft? Auf was stellt ihr euch ein? Ja, ist eine robuste Mannschaft, die aber auch einige gute Technik hat, die mit Ball was anfangen zu wissen, haben zwei ja, klare Zielstürmer. Ob sie jetzt beide spielen, ob einer spielt, werden wir sehen. Und ja, es wird ein sehr interessantes Spiel, ein intensives Spiel vor einer hitzigen Kulisse und darauf freuen wir uns. Die Abwehr der Dresdner ist mir zumindest als Mann orientiert so ein bisschen im Hinterkopf geblieben. Ist das auch das, worauf ihr euch so ein bisschen einstellt? Ja, wir haben sie jetzt gesehen. Sie spielen eine Fünferkette, Dreierkette, drei robuste Innenverteidiger hinten drin und ja, die gerne nach vorne verteidigen. Und ja, wichtig ist einfach für unser Spiel, viele Tiefenläufe zu finden, ja, dann auch ein paar lange Bälle und einfach mit Ball wieder eine gute Qualität an den Tag zu legen. Und ich glaube schon, dass wir die dann vor Probleme stellen können. Ihr habt in den letzten 4 Spielen nur ein Gegentor bekommen. Das war in Freiburg, ansonsten gegen Essen im Pokal, gegen Hildesheim und auch am letzten Wochenende gegen Mannheim 0. Wie sehr freut diese neu gewonnene Abwehrstabilität den Verteidiger? Ja, sehr. Klar, das war wichtig, dass wir gerade nach dem Spiel in Oldenburg, wo wir einfach nicht gut verteidigt haben, als ganzes Team, dass wir uns da stabilisieren. Das haben wir jetzt gemacht und genauso ist es auch. Das liegt jetzt nicht nur an uns 4 da hinten, sondern wir sind einfach, ja, als ganzes Team verteidigen wir viel konsequenter, viel besser nach hinten. Und ja, so kommt es dann auch zustande, dass wir nur ein Gegentor bekommen haben. Dynamo Dresden steht in der Tabelle 4 Punkte vor dem VfL, 17 Punkte aktuell, der VfL mit 13. Fans schauen gerne auf die Tabelle, um so ein bisschen den aktuellen Stand abzulesen. Ich glaube, für euch ist die Tabelle eher unwichtiger, dafür die Art und Weise, wie ihr auftreten werdet. Richtig? Ja, das kann man schon so sagen. Klar schaut man trotzdem natürlich auch mal auf die Tabelle, aber wichtig ist für uns gerade die Tendenz, dass wir ja einen Turnaround geschafft haben nach dem schlechten Start und ja, wir sind einfach froh, dass das jetzt positiv läuft gerade und von daher, ja, schauen wir auf uns. Wir wollen wieder unsere Leistung bringen und ja, dann haben wir auf jeden Fall alle Chancen, was mitzunehmen aus Dresden. Wenn wir jetzt auf das Spiel in Dresden gucken, ist es auch immer eine Partie, die natürlich auch im Zeichen des Stadions steht. Denn im Rudolf-Habich-Stadion ist es bekanntermaßen sehr hitzig und sehr laut. Die Atmosphäre, etwas, was ihr vorher angesprochen habt, beziehungsweise du als erfahrener Spieler wirst es vielleicht leichter ausblenden können, aber gerade die etwas jüngere Fraktion, habt ihr darüber gesprochen? Bisher haben wir darüber noch nicht gesprochen, aber klar, viele wissen, dass es da heiß hergeht. Trotzdem haben wir bei uns zu Hause auch eine hitzige Stimmung und auch schon in anderen Stadien die Saison gehabt, dass, ja, dass es durchaus hitzig war. Von daher wissen wir, was auf uns zukommt, freuen uns auch einfach, weil es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Das macht Spaß, ja, vor den Zuschauern dort zu spielen und freuen uns auch auf die Unterstützung von unseren Fans. Und ja, es wird ein spannendes Spiel, ein interessantes Spiel. Ja, auf das freuen wir uns einfach. Und zu guter Letzt natürlich immer die Frage nach dem Spieltipp. Timo, wie geht's denn aus am Sonntag in Dresden? 0-1. Das nehmen wir gerne mit. Vielen lieben Dank. Schöne Resttrainingswoche. Danke.